Du bist fertig mit der Schule und hast keinen Plan, was du machen sollst. Ich schaue mir heute die kaufmännische Ausbildung hier im Zoofachhandel zu Burkhardt an. Bin schon mega gespannt, was mich erwarten wird. Das ist der Herr Weber. Richtig. Super, genau. Tanja Burkhardt. Ja, dann gehen wir jetzt mal zu den Kaninchen. Hier sind die Süße. Darf ich einmal nehmen? Also ich würde, ja, warte, ich will, ja, den will ich nehmen. So, denke ich. Mit der Hand oder der Po. Ich hoffe, der behält alles bei sich. Das wäre auch dann meine Aufgabe, dass ich nachher hier dann auf alle Fälle auch sauber mache. In der Mittagspause darf ich aber auch mit denen meine Zeit verbringen. Jeder, der hier die Ausbildung macht, denkt erstmal so, oh toll, Tiere, ich kann den ganzen Tag Tiere streicheln, haha. So ist halt natürlich nicht. Also mindestens 30% des Tages fällt auf die Tierpflege. Also es gibt richtig viel zu tun, damit die sich richtig wohlfühlen. Aber ich glaube, ein bisschen Zeit wäre auf alle Fälle noch da, oder? Ein bisschen Zeit. Was voll cool ist, Bambusratte. Die sind echt verschärft. Gemeingefährlich, Achtung, das sind wandelnde Kreissäge und die lieben es zu knabbern. Das ist auch jetzt halt so mit diesem ganzen Baumästelzeug, ja, drin, das, genau, wird auch komplett abgebissen. Und dann, genau, ja, dafür ist meine Aufgabe natürlich wieder hier alles wieder neu reinzubringen. Für Ordnung sorge und aufpasse, dass die Bursche nicht abhaue. Oh, Krieg. Ist es auch so, dass jetzt hier, wenn Mitarbeiter viel mit den Tieren natürlich zu tun haben, dass die Tiere, die auch erkennen? Die intelligenteren Tiere, die lernen ihre Pfleger schon ziemlich schnell kennen. Vor allem die, die am meisten immer füttern und streicheln. Geschafft. Oh mein Gott. So, den klaue ich jetzt. Hier kommen die Terroristik. Terroristik, das sind Schlange, Spinne, Echse oder zum Beispiel Kakerlake. Und Schüssel. Ciao. Also neugierig bin ich auf alle Fälle. Boah. Krass. Man fühlt, also sie ist mega leicht. Hat auch schon gefrühstückt. Muss jetzt keine Angst haben, dass sie mich beißt oder so. Boah. Krass. Man muss zum Glück das Terrarium auch nicht ganz so oft sauber machen. Was man regelmäßig machen muss, ist natürlich füttern. Und wenn man jetzt am Anfang Spinne gar nicht mag, kann man das Terrarium auch mal jemand anders überlassen. Okay, also ich muss sagen, so schlimm ist es wirklich nicht. Also ich hatte auch anfangs sehr doll Schiss, aber doch auch irgendwie eine coole Erfahrung, meine Spinne irgendwie einfach in der Hand zu halten. Aber ich würde sie auch wieder abgeben. Ciao. Ja, dann gehen wir jetzt vielleicht mal zu der Schlange. Schlange hatte ich bisher auch wirklich noch nie auf der Hand. Oh mein Gott. Krass, mega groß. Oh mein Gott. Die ist schon echt. Genau. Oh mein Gott. Und zwei Köpfe? Irgendeine gezüchtete Schlange, die zwei Köpfe hat, oder? Nein, nein, sind tatsächlich zwei Stück. Aber ich glaube, ich habe mehr Schiss als die gerade, oder? Glaube ich auch. Ich will die mal hier in die Kamera zeigen. Ja, und die ganzen mutige legen sie sich dann um den warmen Hals. Ich glaube, ich würde es auch probieren. Also ich finde, jetzt bin ich mehr fasziniert, als dass ich wirklich Angst davor habe. Ah, da vorne ist sie ja schon. Wenn ich jetzt wieder Angst habe, Schlange, ich darf bei jedem auch erstmal langsam machen. Und genau, also dafür ist es ja so, dass die Ausbildung zwischen 2 und 3 Jahren geht, dass man langsam in jede Abteilung geht und das kriegt man alles beigebracht, dass man auch artgerecht damit umgehen, okay, kann, weil das ist ja auch ganz wichtig, dass das Tier eben nicht genervt ist von sowas. Also ich hatte jetzt hier schon eine Spinne auf der Hand, eine Schlange auf der Hand und ich hatte vor beiden Tieren echt ein bisschen Bammel. Um ehrlich zu sein, hat es sich aber dann doch besser angefühlt, als ich dachte. Somit war es auch möglich für mich, eine Schlange und eine Spinne auf die Hand zu nehmen. Ja, hier kommen wir jetzt in die Hunde-Katze-Abteilung, Zubehör, alles, was man so braucht. Hier ist natürlich auch ganz wichtig, dass man die Kunde gut berät. Gehen wir einfach mal davon aus, ich bin Kunde und Sie bedienen mich. Okay, würde ich sagen. Was suchen Sie hier oder was, ich weiß nicht. Was suchen Sie hier? Ja. Ja, sowas natürlich nicht gemeint, sondern halt natürlich so. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, super, genau. Das ist eine gute Ansprache. Es ist natürlich ein Riesengebiet und man muss unglaublich viel wissen. Aber die Ausbildung dauert 3 Jahre und da lernt man ganz viel. Und dann kann man auch beraten. Also vor dem Kunden muss man wirklich keine Angst haben. Die beißen nicht. Man kann einfach höflich hingehen, nachfragen, was sie brauchen, was sie suchen. Und somit ist das eigentlich gar kein schweres Thema. Okay, hier kommt ein Raubtiergehege. Achtung, Türe schnell zu. Jetzt wird's gemeingefährlich. Okay. Angriffe von oben, unten, überall. Na, der Kameramann ist ja schon mal beschäftigt. So, soll ich mal nehmen? Einfach Hand hinstrecken, oder? Ja, super. Wow! Die findet es super spannend, wenn was Neues ist, total cool. Wird alles untersucht, wird alles zerlegt. Ah, er beißt. Ein lustiger Vogel. Komm mal da rein. Also hier im Vogelgehege ist auf alle Fälle immer irgendwie in der Action. Falls einer müde ist, kann man auch einfach hier rein, sich ein bisschen von den Vögeln wecken lassen. Der ist relativ so zutraulich, also man kann ihn doch ein bisschen streicheln, ein bisschen auf sich rumlaufen lassen oder sich massieren lassen. Nee, doch echt super weiches Gefieder. Der ist mir auf alle Fälle sympathisch, ja, der ist ein bisschen ruhiger. Ja, geschafft. Ja. Ich habe jetzt die Aufgabe bekommen, mein Aquarium zu gestalten. Ich habe noch keinen Plan, wie ich das anstellen werde. Ich würde sagen, ich probiere es einfach mal aus und dann mal schauen.
Okay, der sieht echt noch Hammer aus. Der muss auf alle Fälle mit rein. Okay, sind ja ganz nette Sache geworden. Aber ich habe mal zur Sicherheit schon ein bisschen was vorgerichtet. Also es ist eigentlich so in der Aquaristik die Kühe und das, was am meisten Spaß macht. Und natürlich kann man das auch in der Ausbildung machen, logisch. Okay, also mit was beginne ich jetzt? Fangen wir erstmal ganz unten an, mit dem Bodengrund. Wenn ich jetzt hier Bikini Bottom nachbauen wollen würde, könnte ich das machen? Also je kreativer man ist, je mehr kann man selber entscheiden. Und wenn jemand so ganz am Anfang steht, dann helfen wir als noch ein bisschen und geben ein bisschen was vor. Gehen wir vielleicht mal an die Steine, weil das verschiebt sich nachher sowieso noch ein bisschen. Sieht es so ein bisschen nach was aus oder ja, wir brauchen noch mehr? Wir müssen ein bisschen auffüllen. Also muss noch weiter. Okay, alles klar. Ich denke, wir werden den ganzen Sack brauchen. Okay, also es gibt hier auch beim Aquariumbau einen ganzen Werkzeugkasten. Braucht wahrscheinlich schon den einen oder anderen Anlauf, um das Ganze richtig hinzubekommen. Sieht ein bisschen aus wie so ein, was weiß ich, Aquariumsalat. Es gibt auch Fische, die sehen das als Salat. Ja, wird es auch gegessen, also muss ich immer wieder ein neues Futter bringen. So, die letzte Pflanze und auch der letzte Stein ist gelegt. Fehlt noch Wasser. Ah, warte, stopp, unser... Wo habe ich ihn? Gary muss natürlich auf alle Fälle mit rein. Ich setze den hier vorne, dass den auch jeder sieht. Also als ich die Aufgabe bekommen habe, habe ich es mir wirklich ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber braucht doch ein bisschen so seine Zeit und auch eine bisschen ruhige Hand. Also hier in der Kasse ist es jetzt gerade noch vergleichsweise einfach zu dem, was ich eigentlich heute alles gemacht habe. Ich hatte eine Spinne auf der Hand, hatte eine Schlange um den Hals und ja, das war wirklich ein sehr, sehr spannender Tag. Und auch gerade hier den Gary werde ich auf alle Fälle mit nach Hause nehmen als Erinnerung. Und ja, einfach das Team, die Kunden, die Mitarbeiter, die Tiere, das hat einfach super Spaß gemacht, heute hier zu arbeiten und ich würde auf alle Fälle eine Ausbildung hier anfangen. Ich kann es nur empfehlen.